nach Hause. Ich weiß, dass ich hart wirke und steif. Komm, komm her. Doch wer genau hinsieht, erkennt, dass auch ich fühle und empfinde. Und morgen wachen wir in Paris auf. Paris. Und geliebt werden will. Zuerst fassen wir einander an den Händen. Heute Nacht erwartet Sie kein einfaches Spektakel. Schließen Sie die Augen. Vielmehr erleben Sie ein Phänomen. Was sehen Sie? Ich höre Schritte. Sir. Sir, ist alles in Ordnung? Wie machen Sie das? Sie haben mich gestern Abend inspiriert. Ich möchte es filmen. Was ich tun kann, ist, sie in dem Stil berühmt zu machen, wie es nur das Kino vermag. Vergessen Sie den Text. Stellen Sie sich vor. Ganz neue Maschinen, ganz neue Praktiken. Das Kino muss von uns wieder neu erfunden werden. Warum wohnen wir bei ihm? Er ist unsere Chance. Ich scheiße kein Geld. Genießen wir es, solange es anhält. Seit Sie in mein Leben getreten sind, haben sich die Dinge verändert. Weißt du, warum ich nie geheiratet habe? Weil ich mich nur ungern rechtfertige. Vor niemandem. Du wirst von ihr wegbleiben. Bist du eifersüchtig? Du hast nichts verstanden. Wir werden ihnen nichts verraten, was sie nicht bereits wissen. Ja, ich glaube dir. Ist irgendjemand hier, der bereit ist, mir zu antworten? Ich fürchte, du hast den Verstand verloren. Aber nein, ich wollte etwas ausprobieren. Und zwar ehrlich. Ist es ein Geist? Ein verletzter Geist? Und was ist mit Ihnen? Sind Sie bereit? Bereit zuzuhören? Außergewöhnlich, nicht wahr?